Damit sei gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Dicknodum. Ich denke, es wird mal wieder Zeit. Lange haben wir es nicht mehr gemacht. Zu einem Frag-Zwergi. Zu einem Telonym-Frage-Beantworten-Video. Und ja, ich würde mal sagen, hier schauen wir uns gleich mal die ersten Fragen an, die wir hier haben. Und ja, auf Telonym habe ich jetzt hier schon, ja, seit Monaten nichts mehr gemacht und dementsprechend sieht das auch voll aus. Fangen wir also an mit der ersten Frage. Ein paar Fragen können wir jetzt hier abarbeiten. Ja, mal schauen, was das nächste Mal wird. Ja, fangen wir mal an. Gucken dann weiter. So, die erste Frage lautet, wofür würdest du am ehesten Geld spenden, wenn du viel Geld hättest? Okay. Ja, die Frage. Ja, ich sag's mal so, sollte ich eines Tages unverhofft mal wirklich zu Geld kommen, momentan ist bei mir, ja, ich bin gerade in der Ausbildung und bin momentan froh, dass ich mit meinem Geld klarkomme, selbst dass das Geld für mich reicht. Geld zum Spenden ist momentan nicht so drin. Sollte ich aber eines Tages unverhofft mal doch Geld haben, dann ist natürlich erstmal, dann zahle ich erstmal meine Mitgliedsbeiträge bei meiner Partei ab. Das muss halt erstmal, das kann ich dann nochmal nachzahlen. Das wäre meine erste Spende bei meinen Linksparteien. Ja, das wäre meine erste Spende. Ansonsten, ich weiß nicht, Hungerhilfe. Hungerhilfe war bisher für mich immer so eine Sache, da kann man Geld weitestgehend bedenkenlos hinspenden. Das ist also, Hungerhilfe war jetzt nichts Verwerfliches, nichts, wo man sich, glaube ich, soweit ich weiß, relativ sicher sein, dass das ankommt. Ansonsten, ja, muss man ja gar nicht in anderen Ländern, also muss man gar nicht nach Afrika für die Welthungerhilfe gucken oder ganz woanders hinschauen. Es gibt hier in Deutschland auch viele bedürftige Stellen, die auch die finanzielle Unterstützung gebrauchen könnten. Vielleicht mal ein bisschen finanzielle schwache Familien unterstützen, indem man zum Beispiel Tablets und anderen Schulkram über Schulnetzwerke finanziert, wenn man da halt irgendwie da mal, dass man da irgendwie den Institutionen Geld spendet, damit es dann Technik kaufen können für die Schule. Bildung war mir immer schon Herzensthema. Es ist, ja, da den Hartz-IV-Familien mal vielleicht ein bisschen, die jetzt gerade in der Krise ein bisschen gelitten haben, da ein bisschen bessere Einstiegsmöglichkeiten zu ermöglichen. Ansonsten Behindertenhilfe auch immer was Tolles, was man unterstützen kann. Ja, aber man muss auch wirklich sagen, man muss nicht immer finanziell unterstützen. Also das bin ich auch ein Freund von. Man muss nicht immer finanziell, wenn man das Geld nicht hat, dann muss man nicht finanziell. Es gibt auch andere Wege, viele Wege der Unterstützung, die jenseits des Finanziellen stattfinden. Also es gibt auch andere Wege, da Unterstützung zu zeigen. Ja, das zu der Frage, wenn ich mal Geld habe. Ja, falls. So, nächste Frage. Was muss ein bester Freund tun, um dein bester Freund zu werden? Puh, ihr stellt Fragen, Leute. Also, ein bester Freund. Ja, also mindestens einmal die Woche eine Thai-Massage, Drinks ausgeben, ist auch immer gern gesehen. Und ja, also Geschenke machen, also am liebsten große und teure Geschenke müssen sein. Also das erwarte ich schon von der Freundschaft. Nee, Spaß, Leute. War ein Scherz. Also nichts muss man machen, nichts, also rein gar nichts. Also für eine echte Freundschaft, finde ich, muss man nichts tun. Das ist, echte Freunde kommen zusammen, wie
einfach natürlich und unabhängig von Geschenken und ähnlichem. Also ist, als Freund schenkt man nicht sich zwar zwischendurch mal vielleicht irgendwann mal was, wenn er halt auf Steam mal ein Geschenk zum Geburtstag rüberreichen, das ist schon eine Sache, die man machen kann, aber ja, aber so, ja, eine Freundschaft sollte eigentlich an nichts gebunden sein. Also sollte man muss da nicht, da muss dafür nichts machen. Es passiert einfach. Man wird einfach ein bester Freund. Das passiert einfach. Man lernt sich kennen. Man chattet oder man redet miteinander und ja, wenn man den anderen sympathisch findet, lernt man sich besser kennen und wird dann vielleicht irgendwann mal zum Freund. Das ist einfach, das kann man nicht mit Geschenken irgendwie erzwingen oder mit anderen Zuwendungen irgendwie pushen. Das ist einfach, das kommt oder es kommt nicht. Das ist einfach, wenn es kommt, dann kommt es ohne jegliches Geschenk, ohne alles. Wenn es nicht kommt, dann hilft auch kein das größte Geschenk nichts. Das ist einfach, Freundschaft ist nichts, was man sich erkaufen kann. Zumindest echte Freundschaft. Echte Freundschaft ist nichts, was man sich erkaufen kann. Das ist einfach da. Oder nicht? Gut, was haben wir? Die nächste Frage hier. Wie findest du Skater? Ist die nächste Frage. Naja, Skater finde ich voll groovy. Nee, keine Ahnung. Skater. Wie finde ich Skater? Hatte ich noch nie besonders großes Interesse an Skateboard fahren und Skaten. Also es, ab und zu sieht man da mal Clips von wie Leute das Parcours skaten und so, aber ja, hat mich noch nie gejuckt. Das ist, sollen sie machen, wenn es ihnen Spaß macht. Ist doch eine tolle Sportart, also wenn es den Leuten gefällt, kann man machen. Also Sport war für mich noch nie ein Thema, auch ja, auch Skates, auch Skateboards, Sachen, das ist halt, ja, absolut nicht mein Thema. Aber juckt mich nicht. Gut, nächste Frage. Lieber ein Luxuswagen oder was Normales? Aha, okay. Gute Frage. Die Antwort darauf ist gar kein Auto. Also ganz im Ernst, gar kein Auto. Ich habe kein Auto. Ich will auch kein Auto. Ich habe keinen Führerschein. Ist kein Geheimnis, kann man offen sagen. Ich habe es auch nicht vor, in nächster Zeit einen Führerschein zu machen. Ich fahre lieber mit der Bahn, mit den Öffis, mit kurze Strecken. Wenn ich mal zum Supermarkt rüberlaufen muss, dann laufe ich zu Fuß oder nehme ein Fahrrad, habe ich auch theoretisch, steht im Keller und staubt ein. Nehme ich das Fahrrad und laufe zu Fuß oder die meisten Orte, eigentlich ziemlich alle, sind, die ich momentan besuchen muss, wo ich hin muss, schaffe ich zu Fuß. Oder ansonsten, wenn es ein bisschen weiter ist, die Bahn oder die Straßenbahn, die Tram, Bus und Bahn, die Öffis nutze ich, um an meine Ziele zu kommen. Bisher habe ich das Auto auch nie wirklich richtig vermisst. Das ist, ja, meine Güte. Das ist die kurzen Strecken zu Fuß. Beim Einkaufen nimmst du deinen Rucksack mit und schleppst den Einkauf im Rucksack mit. Ja, für ferne Strecken nimmst du dann die Bahn. Ist sowieso umweltfreundlicher. Es hat auch noch mehrere Gründe, warum ich mir keinen Führerschein oder keine Autos, aber ja. Ich vermisse es auch nicht. Also, auf die Frage geantwortet, keins. Weder Luxuswagen noch ein normales. Mein Fahrrad. Was nie betrieben wird.
Ja, nächste Frage. Was machst du, wenn du lernen musst oder so und auf einmal kannst du dich nicht mehr konzentrieren? Ja. Wenn ich mich so an meine Schulzeit erinnere, wenn ich da zurückdenke, aufhören zu lernen und mich mit anderen beschäftigen. Ja, das habe ich gemacht, wenn ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Aufgehört zu lernen. Es ist leider wirklich so. Es ist wirklich, es war. Ich war schon immer wahnsinnig schlecht im Lernen. Also zu Hause lernen und Hausaufgaben machen ging bei mir in der Schulzeit absolut nicht. Das ging bei mir gar nicht gut. Ja, jetzt für eine Berufsschule in der Ausbildung war es ein bisschen besser, weil es da natürlich ein Thema ist, wofür man sich interessiert, was man lernen will, wo man später einen Beruf machen will, aber in der Schule früher. Ja, ich habe nie richtig gelernt für Tests oder Prüfungen. Also und meine Hausaufgaben habe ich immer morgens früh um kurz vor 8 beim Banknachbar abgeschrieben. Das ist ja, Leute, ich bin da wirklich kein gutes Vorbild. Ich bin kein gutes Vorbild, was Tests lernen und für Tests lernen Hausaufgaben machen angeht. Ja, andererseits muss man auch sagen, in der Schulzeit damals mit 15, 16 Jahren. Ihr wisst es vielleicht selbst, das ist. In der Schulzeit hat man eigentlich anderes im Kopf. Da kommt man, das ist einfach. Das ist Schulaufgaben machen und lernen. Das fünft- oder sechstrangige manchmal, das ist. Hat man viel Blödsinn im Kopf und. Ja. Konzentrieren in der Schulzeit. Ihr wisst es doch. Aber ja, ich habe nie wirklich gelernt, habe nie wirklich Hausaufgaben gemacht. Ja. Und deshalb bin ich auch, deswegen mache ich auch hier. Ja, macht's nicht so wie ich, Kinder. Einfach mal, meine ich auch im Ernst. Macht's nicht. Macht's richtig, lernt vernünftig für Tests, macht einen guten Abschluss. Wirklich. Also ist mein bitterer Ernst. Ich bin in Sache Schule wirklich nichts, woran man sich orientieren sollte. Macht's besser als ich. Lernt für eure Tests, macht was, werdet was Vernünftiges, macht einen Abschluss. Kommt gut raus aus der Schule, macht gute Noten, das ist verdammt wichtig. Glaub mir, es ist vielleicht jetzt schwierig in der Schule mit 15, 16 sich darauf zu konzentrieren. Es ist scheiße, ich weiß, das Schulsystem ist kacke. Das ist von den 15, 16-Jährigen schon sowas erwartet. Aber es ist jetzt verdammt schwierig, aber setzt euch lieber jetzt auf den Arsch. Setzt euch auf eure vier Buchstaben und befüllt mal ein bisschen, lernt vernünftig für den Test und macht vernünftige Tests und einen guten Notenspiegel und einen guten Abschluss. Ihr werdet euch später noch danken. Das kann ich euch wirklich sagen. Wenn ihr euch jetzt mal reinkniet und ordentlichen Abschluss macht und mal wirklich vernünftigen Abschluss vorzuweisen habt, ein bisschen Lernen hätte mir auch gut getan. Im Nachhinein ist man immer schlauer und es ist halt wirklich heutzutage schwierig. Also ohne Abschluss und ohne vernünftigen Abschluss es wird halt leider immer noch oft nachgefragt bei Bewerbungen und so weiter. Da musst du halt einen vernünftigen Abschluss mit vernünftigen Noten drauf haben und das geht's nicht. Also ihr verderbt euch eure Zukunft. Also macht's besser. Also vernünftig lernen, jetzt mal ein bisschen reinhauen. Ja. So, nächste Frage haben wir hier. Tipps, wenn man schüchtern ist, aber Freunde finden will. Ja, also. Es hat sich ja, ist warum Freunde finden. Wieso kriege ich ja eigentlich immer die ganzen Beziehungs- und Freundschaftsfragen gestellt?
Ganz im Ernst, sehe ich aus wie jemand, der viele Freunde und der Beziehungen hat? Ich hab keine Ahnung, im Ernst, Leute. Die zwei, drei Freunde, die ich habe, die sind mir glücklicherweise irgendwie, sind mir ja, zugeflogen, die sind von selbst gekommen, die habe ich einfach, das ist halt, wie ich vorhin schon in der Frage beantwortet habe, die sind von so gekommen, das ist, ich weiß es nicht, mich musst du da wirklich nicht fragen, was Beziehungen und Freundschaften angeht, ich bin der Letzte, der sich auskennt, da Sachen zu beantworten kann. Ich habe nie wirklich aktiv nach Freunden gesucht, das habe ich auch nie wirklich gemacht, also. Ich bin selbst schüchtern in Sachen Freunde finden. Ich bin, also das glaubt man vielleicht jetzt nicht so, wenn ich jetzt hier vor der Kamera rede, wenn ich jetzt ins Mikro plappere. Aber so, also in sozialen Situationen, so mit Leuten live direkt, in real life, ja, da bin ich schon, ich bin sehr schüchtern in Sachen Freundschaften und Beziehungen und sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ich kann einfach nicht, ich kann nicht mit Menschen umgehen, das ist meine große Schwäche. Ich bin also in Gruppen zusammen mit anderen sein, das geht schief. Also die Freunde, die ich habe, die sind mir irgendwie mehr ja, zufällig ins Netz gegangen. Hat man einfach online irgendwo mal getroffen und die sind einfach, die kommen einfach. Ich hab wirklich von Freundschaft und Beziehung wahrscheinlich genauso wenig Ahnung wie Andy Scheuer von seinem Ministerjob. Das ist gerade seit wahrscheinlich, da bin ich genauso ein kompetenter Partner, wenn er dort ist. Genauso kompetent im Thema soziale Beziehungen und Freundschaft wie Andy Scheuer als Minister für Verkehr und Digitales. Alles echt. Ja. Das dazu. Okay, nächste Frage. Ich glaube, zwei schaffen wir noch. Zwei haben wir noch durch. Nächste Frage. Vorletzte Frage. Spielst du Call of Duty? Großer Gott. Es gibt so viele Möglichkeiten, meine Antwort darauf zu formulieren. Niemals, nicht in einer Million Jahre, auf keinen Fall. Jamais vorzählen. Never, Mr. Clever, nicht negativ. Oh, und meine absolute Lieblingsvariante, der Mann, der von der Klippe fällt. Ja. Zitat Ende. Nein, ich spiel nicht Call of Duty. Nein, offen. Nein. Nächste Frage. Kannst du schauspielern? Nein. Naja, nee, eigentlich, ja, geht so. Meine Schauspielkünste. Also, ich hatte mal Schauspielunterricht in der Schule, in der Schule, wo ich war. Da hatte ich mal, ich glaube, drei waren es insgesamt, drei Schauspielprojekte, die wir hatten. Und bei unzähligen Krippenspielen in der Kirche, das ist ne, in noch unzähligeren Rollen, das ist den, da in Krippenspiel mal einige Rollen gespielt. An Engel kann ich mich daran erinnern, den ich gespielt habe, war ordentlich scheiße. Krippenspiel halt. Ja, Schulaufführung, also für Schulaufführung reicht's. Und fürs Krippenspiel in der Kirche haben mir meine Schauspielkünste gereicht. Das ist gerade so. Das ist, ja, also meine Schauspielkünste. Ich steh lieber hinter der Kamera. Also Regie habe ich schon relativ erfolgreich geführt. Da gab es auf meinem Kanal schon 2017, habe ich das hier, Viva la Waldorf, da habe ich Regie geführt bei einem Spielfilm. Ja, Spielfilm, das ist ein Spielkurzfilm. Für einen Kurzfilm zu lang, für einen Spielfilm zu kurz. Ja, kann man sich angucken. Verlinke ich, wenn ich dran denke, in der Infobox. Ja.
Wir waren dabei auch wirklich ein großartiges Projekt geworden. Das war relativ erfolgreich. Also ich bin nicht so der Schauspieler, ich stehe eher auf hinter der Kamera und mach die Regie oder die Kamera oder ich bin halt da. Let's Plays und ja, meine Let's Plays auf YouTube, meine Vlogs. Das ist was anderes, meine Let's Plays. Da muss man fürs Let's Play nicht wirklich schauspielern in der Regel. Also ja. Die paar Rollen, die man da spricht, ab und zu gelingt es mir da, die Stimme ein bisschen zu verstellen, aber das ist ja nicht wirklich Schauspiel. Schauspielen. Also Regie traue ich mir zu, das habe ich schon einmal, wie gesagt, erfolgreich gemacht. Das kann ich, aber Schauspiel. Also ich kenne ein paar Leute, Jungschauspieler, die besser auf der Bühne aussehen als ich. Könnt gerne mal nachfragen, also wenn es Kommentare gibt, wenn es da Nachfragen gibt. Ich kann da ein paar Leute empfehlen. Wenn der Schauspieler braucht, ich kenne da ein paar Jungschauspieler, die was können. Ich bin dein Mann hinter der Kulisse, also ich bin dein Regisseur, ich bin dein Kameramann. Nein, Kameramann weiß ich nicht. Das ist, bin da. Schauspielerei. Ja, wie gesagt, fürs Schulschauspiel hat's gereicht. Ich hab's schon hingekriegt, meinen Text auswendig zu lernen und auf der Bühne aufzusagen. Das ist, ins Gewand zu schlüpfen, das ist fürs echte Theater. Nee, Leute, im Ernst, nein. Ich bin als Regisseur besser tauglich. So. Dann würde ich sagen, glaube ich, nach oben soll es sich gefallen haben. Es waren hier schon einige Fragen, die ich jetzt beantwortet habe, die ich mal aufgeholt habe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fast 10 Fragen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, so 9, 10 Fragen, 9 bis 10 Fragen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Ja, bleibt dran, morgen geht es schon weiter mit dem nächsten Video, heute Abend gibt es schon das nächste Video. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, Glocke aktivieren. Schreibt eure Meinung in die Kommentare dazu. Feedback in die Kommentare. Schaut auf Twitch vorbei, das streame ich regelmäßig live. Und ja, habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.